Frohes Neues, liebe Freunde! Die Formel-1-Saison hat endlich wieder begonnen. Und wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, gab es jetzt auch den ersten offiziellen Post von EA und das erste offizielle News-Video. Aber wie so oft das nun mal so ist, bringt man dann mit ganz vielen Informationen ein News-Video und ein paar Stunden später merkt man, ah hoppala, das Video müsste ich schon wieder erweitern, weil es ist noch mehr ans Licht gekommen. Und das erweitern wir jetzt hier mit diesem Video rein in die F1 23 News. Freue mich natürlich, dass du eingeschaltet hast und herzlich willkommen. Es gibt wieder spannende Sachen, die wir angehen sollten zu F1 23. Und wenn dir das Ganze gefallen sollte, lass doch einen Daumen da. Später, wenn das Video zumindest fertig ist, ein kostenloses Abo und die Glocke aktivieren. Für alle FIFA-Fans natürlich, die mich abonniert haben. Zurzeit ist eben die Formel-1-Phase, die ich ja seit 2 Jahren jetzt immer mitnehme. Und FIFA bzw. IFC kommt dann ja auch bald, ne, nur so mal nebenbei. Und bevor wir jetzt zu F1 23 gehen, gehen wir nochmal in die Gegenwart und Vergangenheit in zu, über, vor und zwischen F1 22. Denn, liebe Freunde, jetzt, wenn ihr das Spiel noch nicht habt und Bock drauf habt, ist das Spiel kostenlos bei EA Play zu zocken. Kostenlos mache ich mit Absicht, das soll keine Lüge sein, denn wirklich kostenlos ist es nicht, denn EA Play kostet pro Monat oder pro Jahr was. Kostet 3,99 €, so viel ich weiß. Ich glaube, bei Xbox Pass ist es dann automatisch mit drin. Korrigiert mich, liebe Xbox-Zocker, unter den Kommentaren sehr gerne. Und wer kann auch bei PC, das habe ich zum Beispiel bei PC, kann man auch für 100 € im Jahr so eine Premium machen. Dann hast du eh immer alles umsonst. Fakt ist, dass man jetzt also überall, wo man EA Play benutzt, jetzt das Spiel im Hub hat und es zocken kann. Glaubt, seit gestern, dem Donnerstag, den 2. März ist es drin. Und jetzt kommen wir zu den ersten spannenden F1 23 News, denn natürlich hat EA jetzt noch nicht so viel veröffentlicht und viele fragen sich jetzt, ja, was bedeutet das? Kommt eine Next Gen? Kommt eine neue Engine? Das Spiel kommt es nun früher, weil es 1,5 Monate früher auch irgendwie bekannt gegeben wurde und im Store erscheint und so weiter und so weiter. Wir ergänzen das Ganze mal mit einer noch spannenderen Information, die Lando Norris, ja, nicht gespoilert, ich denke mal, hat EA gefragt, weil sonst dürfte er es in seinem Vlog niemals zeigen. Einmal das und gleichzeitig werden wir auch das Ganze mal ein bisschen ausbremsen, denn ich habe auch für euch eine Information, die mal ein bisschen die Bremse draufdrücken lässt. Aber bevor es jetzt losgeht, ich zeige euch jetzt einen kleinen Ausschnitt von Lando Norris seinem Vlog. Da zeigt er 24 Stunden, also von 24 Stunden des Tages von letzter Woche aus den Testtagen, so seine Eindrücke. Und es gab wohl, wie es aussieht, während der Testphase auch Termine von den Fahrern bei EA, die Gesichter wieder neu zu capturen, also neu einzuscannen. Und er zeigt das Ganze. Man hört auch im Hintergrund, dass Testfahrten stattfinden. Aber bevor ich jetzt zu viel laber, guckt euch einfach den Clip mal an. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Was ist passiert? Was machst du? Ich bin nicht erlaubt zu bewegen. Get him a head scan. The first take we're gonna do is gonna be the big one. It's gonna be 3 seconds of flashing lights. If you need to blink, obviously, because there's gonna be, you know, quite a lot of flashing lights, that's fine. Okay. Look into this eye line here and try to keep a neutral facial expression. And firing in 3, 2, 1. Look at that. Oh my god. Wow. I mean, for the this is the second and the last image here. Whoa. There was quite a bit of reaction. Wow. Wow. Also komplett wild. Und das ist halt die Frage, ob das jetzt nur wieder normales Capturen ist, um wieder, ja, das abgedatete Gesicht zu haben, also die richtige Frisur, oder meistens sind die ja eh mit Caps zu sehen in dem Spiel, oder ob jetzt, und das munkeln halt jetzt viele wieder im Internet, ob das auch gemacht wird, weil man ja glaubt, es gibt eine Next-Gen-Version, alles sieht ein bisschen stylisch aus, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, auch wenn es jetzt nichts Offizielles ist, ich persönlich würde es sehr feiern, wenn jetzt die Ego-Engine auch dieses
Next Level. Und es soll laut Medien kein Geheimnis sein, dass sie ein Next-Gen-Upgrade bekommen hat. Die Ego-Engine, so jetzt die Information. Bestätigt ist es nicht. Wenn man jetzt aber FIFA-Fan ist und guckt sich die Frostbite-Engine 3.0 auf All-Gen an und dann das Next-Gen-Upgrade, ist ja immer noch die 3.0-Engine, aber halt auf die Next-Gen abgegradet. Wie krass die Haare aussehen und das Gesicht und so. Wenn man so dann die Fahrer da auch erlebt, wäre schon mal grafisch ein geiler Schritt. Obwohl ich muss sagen, grafisch ist das Spiel ja nicht komplett falsch. Ja, gut, es hat jetzt seit 4 Jahren oder so die gleiche Grafik. Aber ich glaube, viele reden ja eh mehr nicht von Grafik, sondern vom Gameplay. So gesehen, ne? Das ist zumindest mein Eindruck, den ich bei euch so wahrgenommen habe. Und ich glaube auch, F1 22 ist einer der Spiele, wo viele sagen, da könnt auch gerne mal ein bisschen mehr gehen. Dann gibt es eine Sache, die ich euch sagen möchte, die jetzt nicht ganz offiziell so bestätigt ist. Manche sagen, es wäre bestätigt durch eben jetzt diese Stores, die jetzt, wo das Spiel drin ist, also bei Steam, bei Xbox und auch bei PlayStation. Und bei Steam wurde wohl schon ein bisschen mehr verraten. Da werde ich aber gleich noch eine Auflösung machen. Und zwar wurde laut dem Steam Index, also den Inhalt, der da stattfindet über das Spiel, bestätigt, dass wieder My Team dabei ist, obwohl man muss sagen, das kann man auch in den Lizenzen nachlesen, bei PlayStation Store und so weiter. Online Multiplayer, Splitscreen, VR wird es wohl auch wieder geben. Da ist die Frage offen, ob es auf PC bleibt oder dann endlich für die Konsole kommt. Und natürlich die neuen Strecken Las Vegas und ihr seht, ich habe es nicht übersetzt. End, Qatar und die Formula 2. So, in diese Richtung wird das Ganze wohl gehen. Jetzt möchte ich aber kurz eine Sache euch ein bisschen senken, die Euphorie ein bisschen senken. Wir wollen ja nicht immer alles hypen, wir müssen auch sachlich bleiben. Es geht hier um den Steam-Eintrag. Und das haben dann ganz viele gesehen und haben rumgepostet. Ui, es wird wieder VR unterstützt, was wahrscheinlich auch passieren wird. Und all diese ganzen Geschichten im Englischen, bei UK oder bei USA, war hier sogar kurz drin gestanden, es gäbe jetzt ein Zukunft, kann man auch sagen, Leute. Feature. Und das ist halt wieder rausgenommen worden. Und jetzt kommt so dieses Ding, wo ich ein bisschen mal auf die Bremse drücken will, weil sehr viel hier schon Anfang an in den USA-Versionen drin stand. Und zwar hat Codemasters mitgeteilt, dass alles, was hier steht, nichts zu bedeuten hat. Vielleicht, was bedeutet natürlich das hier? Bald verfügbar, was komplett wild ist. Vor kurzem stand da, irgendwo stand da noch in hier, guck mal. Erscheint in Kürze. In Kürze, Leute. Also langsam, in Kürze ist für mich, das kommt im Mai. Das wäre zu brutal, sage ich euch. Jedenfalls, was ich euch sagen will, ist, Codemasters hat klar gesagt, diese Texte hier, auch diese Informationen, wahrscheinlich unterstützt VR, wird es geben. Aber auch im, besonders was bei USA drin stand, da war halt hier unter über das Spiel viel, viel, viel mehr gestanden als im Deutschen. Diese Texte sind Copy-Paste von F1, 21 und 22 Codemasters gesagt. Die sind nicht aktuell. Es kann einiges anders sein. Sie müssen aber den Text um- oder reinschreiben, weil sonst Steam keine Veröffentlichung erlaubt. Ja, also dann dürfte man das hier nicht machen. Das heißt, sie übernehmen einfach die 1:1 Sachen, passen sie halt an. Also das Datum wird hier geändert und so. Und ne? Also nur, dass ihr Bescheid wisst, es ist nicht alles komplett auf 100% bestätigt, nur dass ihr Bescheid wisst. Selbe ist, und da bedanke ich mich bei allen Xbox-Leuten, die mir in dem letzten News-Video darauf aufmerksam gemacht haben, was ich sehr, sehr cool finde. Vielen Dank, ihr dürft euch alle angesprochen fühlen. Beim Xbox Store gibt es noch eine Sache, die ich im ersten News-Video ein bisschen wackelig erklärt habe, beziehungsweise gezeigt habe. Und zwar gibt es hier nämlich interessante Hinweise, die es bei PlayStation Store nicht gibt. Und zwar einmal, dass das Spiel auch für die Xbox One kommt. Das ist eine wichtige Information, weil viele sind davon ausgegangen, dass vielleicht in diesem Jahr die Next-Gen-Version kommt und die Old-Gen wird ignoriert. Denn so hat das damals Codemasters mit dem PlayStation 3 auf PlayStation 4, also in dieser Phase auf Old-Gen, Next-Gen gemacht. Es gab dann nichts mehr für die Old-Gen. Und das war ja jetzt schon vor 2 Jahren oder auch letztes Jahr immer diese Angst,
wird man diesen Wechsel wieder vornehmen. Und auch in diesem Jahr, wo dieses ganze Gerücht ist, dass eine Next-Gen-Version kommt, weil wir aktuell haben ja noch keine Next-Gen-Version. Das Spiel ist ja nur programmiert, um auf PlayStation 5 und Xbox Series zu laufen, aber ist nicht wirklich Next-Gen, ja. Also, ich habe noch nichts von gehört, dass das Next-Gen sein soll, oder sieht auch nicht so aus, vorsichtig ausgedrückt. Und hier sieht es danach aus, dass jetzt aber Xbox ein bisschen das verrät. Es kommt auch für die Xbox One, für die Xbox Series. Und hier wird auch gesagt, generationsübergreifende Multiplayer für Xbox Live. Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, das sagt für mich, dass auch Crossplay bleibt unter den Old-Gen und Next-Gen. Das ist aber auch wieder so eine Sache, ob das nicht auch wieder Standard wie bei Steam ist, dass man in der Sicht von Codemasters das anmelden muss so. Also, dass man sagt, wir übernehmen das 1:1 vom letzten Jahr und ändern es später, wenn mehr News kommen, um das erstmal veröffentlichen zu dürfen. Deswegen mit Vorsicht zu genießen, meiner Meinung nach. Ich denke nicht, dass Codemasters 1:1 das kopiert und dann am Ende sagen sie, es gibt gar kein Crossplay mehr. Das wäre richtig frech, muss ich sagen. Wäre schon krass. Auf der anderen Seite müssen jetzt Next-Gen-Leute auch wieder so ein bisschen einknicken und sagen, ja toll, das heißt ja, Multiplayer bzw. Gameplay scheint, Anführungszeichen, nicht wirklich besser zu werden. Also ohne jetzt die Old-Gens, Xbox One und PlayStation 4 klein zu reden, aber entwicklungstechnisch ist das ja nicht gerade ein großer Schritt, wenn man ein Gameplay entwickelt, wo beide Konsolengenerationen immer noch gleich arbeiten. Versteht ihr, was ich meine? Ganz, ganz vorsichtig natürlich jetzt ausgedrückt, möchte ich ganz ehrlich mal dazu sagen. Und dann kommen wir noch zu einer Auflösung, die ich gerne noch zum Ende dieses Videos machen möchte, um euch eine Sache näher zu bringen. Das ist auch nicht offiziell bestätigt, ganz wichtig. Ich habe es nur jetzt öfters im Internet gelesen. Bitte jetzt nicht 100% 1:1 übernehmen. Deko hat gesagt, so ist das, sondern ich habe es jetzt nur gelesen und erzähle es euch. Ihr dürft gerne unter die Kommentare schreiben, ja, habe ich auch gehört, da scheint was dran zu sein. Und zwar, weil viele fragen sich ja aktuell, warum dieses Spiel so früher kommen könnte. Noch ist ja nichts bestätigt. Dann kann das ja nur wieder schlecht programmiert sein. Dann kann es ja nur, das kann das ja nichts sein. Also uiuiuiuiui. So, erstes Gerücht, das ich gehört habe, Gerücht, Leute, nicht bestätigt, ganz wichtig zu erwähnen, ist, dass EA anscheinend ein bisschen mehr in F1 23 reingepumpt hat, um das Spiel früher ranzuziehen. Nur Gerücht, nicht bestätigt, ja, um da noch mehr draus zu machen. Das zum einen. Und zum anderen heißt es angeblicherweise, dass halt Codemasters zwei Teams besitzt, die auch EA neu strukturiert hat. Also EA, das ist immer noch Codemasters. EA macht nur Strukturieren, Arbeiten, Medientaktik, sagt an, was gemacht werden soll, ist Publisher, verleiht das Ganze oder bringt das alles raus, bla bla bla. Programmieren und tun und machen immer noch Codemasters, Leute. Das ist ganz wichtig, wenn ihr sagt, Server sind kacke, EA ist schuld, ist nicht die ganz korrekte Aussage, muss man sagen. Wie gesagt, es heißt wohl, dass es zwei Teams gibt und als Beispiel das Team von F1 22, also die F1 2020 entwickelt haben F1 22 entwickelt, also dran gearbeitet. Und das Spiel, was jetzt kommt, F1 23, hat wohl, so heißt es jetzt ganz oft im Internet gelesen, da hat das Team von F1 21 gemacht und hat sich auch mit mehreren Leuten früher dran gesetzt. Und ich meine, seit letztes Jahr wird ja immer wieder gesagt, es wird wohl ein Engine-Upgrade geben. Und damit ist aber nicht gemeint, dass es eine Frostbite-Engine gibt und eine Unreal-Engine, aber auch das ist vorsichtig ausgedrückt. Am Ende gibt es vielleicht doch noch einen Wechsel, obwohl es unter der Webseite anders aussah. Und sondern damit ist gemeint, dass die Ego-Engine aufs Next Level geht. Und mit Next Level ist immer die Frage, ob das nur eine Next-Gen-Ausgabe ist, also die Grafik schöner ist, oder ob man auch die komplette Version, ich glaube, das wäre dann die 5.0, ne, oder 4.5, abgegradet hat, weil die Frostbite-Engine ist immer noch bei der 3.0 und trotzdem gab es eine Next-Gen-Version von dieser Engine. Bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Schön in die Kommentare batzeln. Ich lese mir alles durch und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Formel 1 Start oder wo auch immer du dich gerade befindest. Mach's gut.